da bin ich auch 20 gewesen, als erstes Mal Risotto gegessen. Safran hast du schon eh nicht gekauft, viel zu teuer, oder? Man hatte Herdäpfel, wir hatten das Gemüse, wir hatten daheim Kirsche und Äpfelbäume, Zwetschgen. Und dann haben wir noch eine Kuh, Milch haben wir selber. Und die Mutter hat das Brot selber gebacken. Dann ist einfach, was man noch so braucht, hat Gewürz, Zucker, Salz, das ist man ja mit einem Stoffsäckchen, ist man Salz ja geholt an einem Ort im Dorf. Das war nicht in den Läden, Salz. Ja, schon mal ein Salzmetzger, den man gepflegt hat, ja, wo man großgezogen hat. Und dann muss sie noch, ja. Und was ich überhaupt nicht konnte, ist Blut rühren. Das konnte ich nicht. Nie. Das hat mir meine Mama machen. Sie haben mich aber ausgelacht, aber es war mir ganz gleich gewesen. Und doch, wo wir dann nicht mehr gemetzelt haben, ja, die Zeit ist dann gekommen, keine Säume mehr gehabt. Der Sohn hat keine mehr wollen. Haben wir halt gehört mit den Metzger. Es hat niemand mehr gemetzelt im Dorf. Dann hat das einem doch gefehlt. Dann, wenn wir gemetzelt haben, man hat dann zum Nacht die eingeladen, die uns geholfen haben, während dem Jahr. Abladen oder es ist immer jemand geholfen, jemand von der Nachbarschaft oder so. Dann haben wir die eingeladen, dann haben wir Dankeschön gesagt, das Jahr ist fertig. Und das Brot hat man in einem Korb, so einen Bachen da aufgehängt, im Keller. Und noch im Sommer hat man den letzten Leib Fäden gezogen. Um schon auf dem Holzfeuer zu kochen, du kannst ja dann nicht, wenn Feuer ist, noch auf sechs oder aus zwei Stellen oder vorlaufen und denken, komm ich dann halt mal schauen, ob es noch köchelt. Oder? Dann ist dann das Lied, das Feuer auch verlöschen, bis du wieder kommst. Oder? Dann fährst du nicht von vorne an, aber dann musst du in der Küche bleiben. So, man musste schauen, ja, wie kochen wir jetzt. Und manchmal habe ich manchmal am Morgen früh aufgekocht und es wieder abgestellt und dann wieder um 11:30 Uhr heim noch viel fertig machen, einfach so. Also dann haben wir ja, ich koche drei Mal pro Woche, vier Mal, wenn es hochkommt. Ja, höchstens zwei, drei Stunden pro Woche. Ich fahre manchmal dann kann ich backen und so, dann, aber meistens am Tag schon über eine Stunde. Also als erstes sicher Salat. Salat ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann eigentlich Fleisch, ein wenig Gemüse. Und, also, ja, und dann noch ein kleines Dessert. Also dann entweder eine Tiefkühlpizza oder ein Fischstäbchen heute machen in die Topfanne. Wenn es hoch kommt, vielleicht noch Bonfrit dazu. Herdöpfel, Schnetzsalat. Manchmal ein mit Speckwürfeln drinnen, aber eigentlich meistens nicht. Einer Suppe. Das Würstchen oder so, so Suppe. Gemüse, Herdäpfel, Fleisch oder fleischlos, aber immer Suppe. Am Sonntag gehen wir meistens zu meinen Eltern heim und da gibt es dann einfach ein Aperöli und dann gibt es ein Salätli. Und nachher haben wir irgendwie einen Hauptgang wieder mit Beilagen und meistens Fleisch dazu. Und dann gibt es immer noch das Dessert zum Abschluss. Also wirklich, dort ist das so das volle Programm. Und dort hocken wir dann mindestens 3-4 Stunden am Tisch und schwätzen und essen. Und das ist eine richtige Feierabend. Hast du auch mehr Zeit noch am Sonntag in der Küche, wenn du die Woche durch, oder? Viel mehr Zeit noch, oder? Am Sonntag, oder? Am Sonntag hat der Vater den Köpfe angebraten, das weiss ich. Ist dann etwas. Wir haben dann auch in der Küche auf dem Feuerherd, wo noch die Pfanne ins Loch abgestellt ist, haben wir dann noch den Köpfe angebraten. Und der hat etwas locker gemacht. Bei uns ist Sonntag daheim schon speziell. Also wir essen viel mit der Familie, da wir in der Woche nicht immer alle zusammen essen.
Ich habe jetzt natürlich wieder die thailändischen Sachen im Sinn, zum Beispiel Reis und eine gute Curry und halt viel Früchte und Gemüse. Sushi ist, kommt nicht von der Schweiz, oder? Das kommt irgendwann vom Osten, Japan. Und das esse ich sicher sehr selten. Wenn ich es esse, dann ist es geniessen, sehr zelebrieren und so weiter. Aber ich muss es jetzt auch nicht täglich haben. Aber das ist echt für mich so das Bild, das ich vor mir habe, wenn ich mir ein exotisches Essen vorstelle. Ja, ich wüsste Spaghetti sind als Kind. Ich wüsste, das ist Spaghetti. Ich wüsste. Die Eier hat es etwa 60, 70 Eier gegeben in der Woche, die du gebracht hast. Mal 20, 21 Rappen. Nachher hast du wieder fast eine Woche gelebt davon. Vielleicht waren es 20 Franken. Also pro Woche gebe ich etwa 60 Franken aus. Also wir haben einen Einkauf von etwa 120 Franken pro Woche. Fast 500 Franken und dann zwei, etwa 250 pro Monat. Brauche ich schon. Gegessen wird relativ schnell bei uns. Aber nachher noch, ich behalte es gut noch hückeln. Gielen manchmal schon noch, wenn es gerade interessant ist. Und sonst gehen sie halt auch. Aber sonst haben wir jetzt so nicht viel verändert. Wenn ich alleine esse, nehme ich mir viel weniger Zeit als mit der Familie. Also dort in sich stellen und dann gehe ich wieder. Und mit der Familie ist es einfach viel länger. Erstens hocke ich vor dem Fernsehen. Zweitens. Ja, ich werde einfach reingeschaufelt, bis ich keinen Hunger mehr habe. Das ist vielleicht, ja, 40 Stunden, 20 Minuten. Wenn ich alleine bin, habe ich mein Telefon gerade neben mir, damit ich halt immer schauen kann. Aber in der Familie, wenn man dort isst, haben wir immer so eine Regel, dass man das Handy nicht am Tisch dort hat. Und das ist auch gut so. Also wenn wir mit der Familie essen, dann ist das Telefon auf jeden Fall nicht am Tisch. Aber Geschwister, die kann schon vorkommen, dass ich das Telefon am Tisch habe. Was ist denn auf dem Tisch? Aber es ist immer, wenn die Eltern da sind, noch ins Laut los und dann einfach neben raus. Aber sobald ich allein bin, ist halt schon Leute auf dem Tisch. Das liegt auf dem Tisch, also das liegt neben der anderen. Ja. Eine Mahlzeit soll für mich vor allem also gut schmecken. Und es soll auf jeden Fall sättigen. Wenn man Tafel Schokolade hatte, das weiss ich nicht, ist die Mutter dort das Tröbel abgehockt und dann hat man die Tafel Schokolade gedüngt. Dämmes Reihli und Dämmes Reihli und Dämmes Reihli. Und dann sind vielleicht noch zwei Vögel oder was. Irgendwie, ich weiss gerade nicht mehr wie viel. Kommt noch ein bisschen darauf ab, die grossen oder die kleinen Häuserli. Und das jetzt irgendwie sind die Augen plötzlich nicht mehr dort gewesen. Was sie gegessen hat, weiss ich jetzt nicht. Vielleicht hat es die Mutter oder der Vater gegessen, wenn wir im Nest waren, oder? Aber sonst hast du natürlich schon mehr für den Hungerstuhl, ganz klar. Oder? Ja, ich muss es gerne haben, sonst weiß ich es nicht. Und ich sollte eigentlich nicht mehr Hunger haben. Also das scheisst mich an, wenn ich etwas esse. Oder ich habe auch schon gegeben, als Mutter etwas gekocht hat und dann habe ich einfach zu wenig gehabt. Und dann frisse ich dann gleich noch einmal irgendeine Pizza. Es wird ganz sicher noch das Klassische geben, so wie wir es heute haben, aber ich habe das Gefühl, es wird mehr und besseres Fertigzeug geben. Wo relativ einfach zuzubereiten ist, wo weniger, ja, wie soll ich sagen, ungesund ist, wie das heutige Fertigzeug. Also in 20 Jahren denke ich, essen wir vielleicht noch so ähnlich. Vielleicht gibt es noch so ein bisschen mehr Convenience-Food, wo vielleicht noch mehr so auf die gesundheitliche Schiene ausgerichtet ist. Aber ich denke, was eine Rolle wird spielen in der Zukunft, ist so ein bisschen die Genforschung. Also irgendwie, dass man mal in den Genen irgendwie entdeckt, was für Lebensmittel das jetzt gut sind für einen Menschen und was weniger und so weiter. Und darum denke ich, dort wird sich wahrscheinlich noch etwas verändern. Ja, vor allem das Gefühl, dass auch mehr eben exotisches Zeug aufkommt, weil es ja, wird eigentlich immer mehr von importiert wird und alles. Und ja, dann ist halt die Auswahl grösser.